der Europäischen Union und Russland, die Ukraine-Krise auch und selbst die Beziehungen zwischen den USA, Europa und Russland so prägnant heraus wie bei dem Nord Stream 2-Projekt. Bei kaum einem anderen deutsch-russischen Projekt schlagen die Emotionen auch so hoch. Ist die politische Diskussion derartig angeheizt? Vor dem Hintergrund der seit der Ukraine-Krise sich massiv verschlechternden Beziehungen zwischen Westeuropa und Russland ist dieses Vorhaben gleichsam auch wie eine Art Gradmesser zu sehen. Ein Gradmesser für den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Beziehungen zwischen der Europäischen Union, zwischen Deutschland und Russland. Dabei kann das Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, aus technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen. Lassen Sie mich vielleicht, bevor wir mit der Diskussion beginnen, einige wesentliche Rahmenbedingungen mal zusammenfassen. Zum bisherigen Stand des Projektes und auch zur Technik. Die erste Machbarkeitsstudie wurde 2012 angefertigt, seit 2015 laufen die Umweltunverträglichkeitsprüfung, schwieriges Wort, sowie die technische Planung. Ebenfalls 2015 fanden die ersten Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau der Pipeline statt. Bereits Ende 2016 wurde mit der Betonumwandlung der zu verlegenden Rohre begonnen, womit die Rohre aufgrund dann eben des Gewichtes sozusagen am Boden gehalten werden. Also da konnte man sagen, jetzt geht's los. Das ist technisch wirklich ganz interessant. Ich bin da im Kompanie, ehrlich gesagt, der Ingenieur ein bisschen durch. Die Rohre selbst haben eine Wandstärke von 21 bis 47 mm, die verjüngen sich dann auch, wenn je weiter das Rohr durch die Ostsee verlegt wird. Er hat einen Durchmesser, einen Konstantdurchmesser von etwa 1150 mm, Korrosionsbeschichtung, also es ist in der Innenwand, Antifriktionsbeschichtung. Also man muss schon sagen, es sind nicht nur einfach Rohre, sondern es sind, muss man sagen, schon technische Meisterwerke der Stahlkunst, Die Arbeiten an der Pipeline wurden im Mai 2018 aufgenommen. Man muss sich auch mal vorstellen, dass dieses Projekt auch technisch einer großen Vorbereitung bedurfte. 24 Forschungsschiffe haben im Vorfeld annähernd 50.000 Streckenkilometer zurückgelegt, um Analysen und Unterwassererkundungen vorzunehmen. Die Rohre werden jetzt auf Verlegeschiffen zusammengeschweißt und dann allmählich sozusagen in die Ostsee abgelassen. Dann entsteht so eine richtige, eine Art Sinuskurve, wie die langsam auf den Boden der Ostsee sinken, dürfen natürlich nicht reißen. Pro Tag werden 3 Kilometer Pipeline verlegt. Das sind so mal die technischen Rahmenbedingungen. Was ist zu den wirtschaftlichen Gegebenheiten zu sagen? 1200 Kilometer lange Pipeline wird es geben, die eben die russischen Gasfelder direkt mit Westeuropa und Deutschland verbindet. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf etwa 9,5 Milliarden Euro, wobei die Gazprom als hundertprozentiger Anteilseigner an Nord Stream 2 50% der gesamten Projektkosten tragen wird. Die weiteren 50% dieses Projektes werden durch Finanzinvestoren wie Wintershall, Shell, OMV, Uniper, NG übernommen. Insgesamt werden zurzeit 470 bis 480 Milliarden Kubikmeter Gas in der Europäischen Union jährlich benötigt. Dies dürfte sich auch in den nächsten Jahren nicht wesentlich ändern. Mit Erstaunen habe ich eigentlich festgestellt, dass die Gasverbrauchsmengen wahrscheinlich eher zurückgehen werden als steigen. Da die Eigenproduktion an Gas innerhalb der Europäischen Union in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich jedoch sinken wird, müsste man die Kapazität des aus Russland eingeführten Gases auf etwa, also von den eben genannten 133 Milliarden Kubikmetern auf 250 Milliarden Kubikmeter bis 2035 steigern, wenn sozusagen die Versorgungssicherheit innerhalb der Europäischen Union gegeben sein soll. Das sind sozusagen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wie steht es mit den rechtlichen Rahmenbedingungen? Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen müssen wir eigentlich zwei Sachen unterscheiden, nämlich im Zusammenhang mit dem Bauprozess der Nord Stream 2 Pipeline mussten und müssen die notwendigen Genehmigungsverfahren und Umweltprüfungen durchgeführt werden, wobei man natürlich EU-Recht berücksichtigen muss, man muss internationale Konventionen berücksichtigen und eben aber auch nationales Recht. Nach den Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen können Unterwasserpipelines zwar verlegt werden, allerdings muss die Zustimmung derjenigen Staaten eingeholt werden, durch deren Küstengewässer oder exklusive Wirtschaftszone die ABZ-Pipeline verläuft. Betroffen hiervon sind insbesondere, wenn man auf der Karte mal nachschaut, Finnland, Schweden, Dänemark, Russland und Deutschland. Die Genehmigungen für Deutschland liegen seit Ende März 2018 vor. Russland hat bereits Ende 2017 seine
die entsprechenden Genehmigungsverfahren abgeschlossen. Seit Schweden hat jetzt gerade sozusagen den Betrieb, eine Genehmigung für den Betrieb der Pipeline erteilt und die Genehmigung Finnlands erfolgte bereits im April 2018. Fehlt jetzt eigentlich nur noch Dänemark. Die diskutieren gerade ein sogenanntes Festland-Sockel-Gesetz und es ist natürlich steht zu bedenken oder steht zu befürchten, dass man möglicherweise hier nochmal Änderungen am Verlauf der Pipeline vornehmen muss. Im Rahmen der Umweltunverträglichkeitsprüfung nach dem Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen müssen aber auch nicht nur diese eben genannten Länder befragt werden, sondern auch andere wie Lettland, Litauen, Polen müssen in den Prozess des Genehmigungsverfahrens mit einbezogen werden. Wobei man sagen muss, dieses Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung hat Russland nicht gezeichnet. Das macht es also im Grunde genommen eher eine freiwillige Einbeziehung von Seiten der Staaten, die das Projekt gerade auf die Beine stellen. Tatsächlich muss man sagen, es würde an sich wundern, wenn man verwaltungsrechtlich jetzt dieses Projekt nicht genehmigen würde. Immerhin ist Nord Stream 1 genehmigt worden, Nord Stream 1 und der Verlauf von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ist extrem parallel. Infolgedessen müsste man sagen, müssten ja schwerwiegende Umstände oder Änderungen der Umstände eingetreten sein, damit diese Genehmigungen dementsprechend nicht erfolgen. Aber es gibt noch ein wichtiges rechtliches Problem. Das ist nämlich das dritte Energiebinnenmarktpaket der Europäischen Union, basierend auf der Richtlinie 2009/73 der EU. Inhalt dieser Vorschrift, ich will Sie jetzt nicht mit juristischen Finessen hier langweilen, aber Inhalt dieser Vorschrift ist vor allem die Entflechtung. Es geht also vor allem darum, dass die Produktion, Import und Vertrieb von Gas und Netzbetreiber voneinander getrennt sein. Also der Produzent und der Netzbetreiber sollen voneinander getrennt sein. Fraglich ist allerdings, ob die Ostsee-Pipeline jetzt Nord Stream 2 auch diesem dritten Binnenmarktpaket unterliegt und ob, das wird teilweise von Völkerrechtlern behauptet, ob so, sogar möglicherweise internationale Übereinkommen notwendig sind, um diese Pipeline zu realisieren. Nach einer Ausnahmevorschrift im dritten Binnenmarktpaket für sogenannte vorgelagerte Rohrleitungen wäre das Nord Stream 2 Projekt von diesem dritten Energiebinnenmarktpaket ausgenommen. Hierzu verweisen wir auch auf einen Aufsatz von Frau Westphal, die hat sich da entsprechend wissenschaftlich zu geäußert. Den will ich auch nicht vorgreifen. Aber prinzipiell würde, wenn es eben das Nord Stream 2 Projekt eben nicht diesem Binnenmarktpaket unterliegt würde, die auch keine Genehmigungspflicht von Seiten der Europäischen Union vorliegen. Das ist auch mal eine Auffassung der Bundesregierung, zumindest bislang. Von den Kritikern der Pipeline wird das bestritten, insbesondere auch in der EU-Kommission möchte man nach eigenem Bekunden die Pipeline nach EU-Prinzipien reguliert wissen. Hier geht es um einen Konflikt von Kompetenzen, der letzten Endes noch nicht abschließend geklärt ist. Und jetzt kommen wir eigentlich vielleicht sogar zu dem wichtigsten Problem dieses ganzen Szenarios, das sind nämlich die politischen Fragestellungen. Es muss entschieden werden, wer ist eigentlich dafür zuständig. Und da geht es jetzt in die politische Diskussion hinein. Kritiker der Pipeline sehen in der Pipeline politischen oder geopolitischen Sprengstoff. Quer durch alle Parteien, wir haben das eben schon hier gehört, als er hier gesprochen hat, quer durch alle Parteien haben sie da sehr unterschiedliche Auffassungen, ob sie FDP, Grüne, Linke, SPD oder CDU haben. Es gibt Befürworter und Gegner, scharfe Befürworter des Pipeline-Projektes. Die Kritiker sagen, dass die Pipeline den Zielen der Europäischen Energieunion widerspreche, da sie zu einer Abhängigkeit von russischem Gas führen. Vielmehr müsse die Energieversorgung der Europäischen Union diversifiziert werden. Also man möge sich nicht zu sehr von Russland abhängig machen. Die Pipeline gefährde daher die Einheit der Europäischen Union, weil eben ein Land sozusagen noch herausgehoben würde, das wäre nämlich in diesem Fall dann tatsächlich Deutschland. Auch wird hervorgehoben, dass Polen und vor allem die Ukraine hierdurch Transitgebühren oder Einbußen bei den Transitgebühren erleben würden. Abgesehen davon bedeutet natürlich ein Transit durch das eigene Land, durch Polen oder auch durch die Ukraine, auch eine gewisse Machtposition. Man kann den Hebel einfach umlegen und dicht machen, wenn man sozusagen hier, wenn es zu politischen
Differenzen kommt. Die Befürworter von Nord Stream 2 sehen in der Pipeline eine absolute Notwendigkeit für die Sicherstellung der Energieversorgung Deutschlands. Wir haben jetzt, ich hatte das eben schon in den Zahlen erwähnt, bis jetzt beziehen wir aus Russland 133 Milliarden Kubikmeter jährlich über die Nord Stream 1 Pipeline. Wenn der Energiebedarf bei 470 bis 480 Milliarden Kubikmeter bleibt, dann aber die heimische Produktion zurückgeht, müssen wir irgendwo anders hier eben auch dieses Gas ersetzen bzw. dann beziehen. Und da bieten sich natürlich die USA an mit ihrem Fracking-Gas. Und da sagen dann die Befürworter vor allem der Pipeline, es kann nicht sein, dass wir jetzt hier einen Pipeline-Strang bauen und uns dann von der einen Abhängigkeit von Russland in die Abhängigkeit zu den USA begeben, von denen wir dann diese Lücke müsste ja geschlossen werden mit über 130 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich. Und hier würde man dann sozusagen nur die Abhängigkeit vertauschen. Schließlich muss man auch mal eine Sache sagen, ich meine, ich bin Jurist, die Verträge sind geschlossen worden 2012. Also packt das uns der Wander. Man muss natürlich irgendwann mal sagen, okay, es gibt eine Vertragsstrafenregelung in diesen Verträgen, die würden allerdings eklatant hoch ausfallen. Das wäre natürlich eine enorme Einbuße. Und insofern stehen hier diese Positionen von Pipeline-Befürwortern und Pipeline-Gegnern wirklich unversöhnlich gegenüber. Was wir eigentlich mal mit dieser Diskussion bewirken wollten, ist, dass wir vielleicht nochmal die beiden Positionen hier vertreten, einmal für die Pipeline durch Herrn Lissek, dann durch Herrn Sarrazin die Position der Grünen sozusagen gegen die Pipeline. Und Frau Westphal habe ich sozusagen als neutrale Gutachterin, die in diesem Bereich wissenschaftlich sehr viel gearbeitet hat und eine absolute Expertin auf diesem Gebiet ist. Ich kann wirklich den Aufsatz, den Sie da auch bei uns dazu veröffentlicht haben, empfehlen, aber auch andere Aufsätze, wenn Sie mal vor Westphal googeln, wenn Sie die entsprechend finden. Abgesehen davon wollten wir natürlich gerne auch Sie in die Diskussion mit einbeziehen. Wir wollen es so handhaben, dass wir kurze Statements von unseren sozusagen Protagonisten erhalten, wie ihre Position ist, vor allem im Hinblick auf die politische Machbarkeit dieses Projektes. Dann wollen wir in die Diskussion einsteigen und dann wollen wir auch Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Meinung kundzutun bzw. entsprechende Fragen zu stellen. Ich denke, das Projekt ist sehr wichtig für die deutsch-russischen Handelsbeziehungen bzw. eben auch für die gesamte, für das gesamte Verhältnis zwischen Deutschland und Russland und bzw. der EU und Russland. Und insofern meine ich, ist es lohnend, dass man eine ganze Veranstaltung nur hierzu durchführt. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie gekommen sind und die Diskussion mag beginnen. Herr Clement führt durch die Diskussion. Wenn Sie so freundlich sein wollen, Herr Sarrazin, Mitglied des Deutschen Bundestages, Osteuropa, zuständig bei Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben das Wort, gehen Sie doch bitte nach vorne, das ist viel, viel bequemer. Stehen spricht sich besser. Ja, vielen Dank von meiner Seite zunächst für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Und vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier die Position, sozusagen die Anti-Diskussion darzustellen. Wer Russland ein bisschen kennt, weiß, dass in Russland sozusagen die alte Dialektik noch im Denken viel mehr präsent ist als in unseren leicht gewaschenen Debatten hier. Deswegen würden, glaube ich, und Herr Lissek uns freuen, dass am Ende die Synthese von Frau Westphal zusammengefasst werden muss, weil wir beide wahrscheinlich nicht dazu in der Lage wären, eine realistische Synthese zu finden. So viel dazu. Ich möchte nicht zu lang reden, ich möchte die drei zentralen politischen Argumente darlegen, die meiner Ansicht nach gegen das Projekt sprechen und abschließend dann vielleicht was zur Realität des heutigen Tages, also zum heutigen Zeitpunkt sagen, die sich mit der politischen Debatte vielleicht nicht zu 100% deckt. Das erste ist, das vielleicht schwächste Argument, aber nicht zu vernachlässigen, das haben Sie gerade schon angesprochen, es gibt mehrere europapolitische Gründe, die extrem gegen diese Pipeline sprechen. Das ist zum einen die Frage der Kompetenzverteilung.
wo sicherlich die klassische Zuständigkeitsfrage zwischen der EU-Kommission und den Nationalstaaten im Rat, sowohl was die Frage des dritten Energiebinnenmarktpakets angeht, als auch was die Möglichkeit eines intergouvernementalen Agreements der EU-Staaten sozusagen mit einer Kompetenzübertragung speziell für dieses Projekt angeht, nicht ganz so eindeutig und nicht ganz so interessensfrei von anderen Projekten ist wie in anderen Bereichen. Wenn man die zypriotischen Verhältnisse der letzten 10 Jahre nachvollzogen hat, die Diskussion über die Gas-Exploitation rund um die Insel Zypern zwischen der Türkei und Zypern, hat man nur einen anderen EU-Partner, der zwar klassischerweise eine an Russland angelehnte Position vertritt, aber die zeigt, dass hier mehr reinspielt als nur das Projekt Nord Stream 2 und dass wir eine Zurückhaltung im Rat, zumindest ich erwarte eine Zurückhaltung im Rat, was die Möglichkeit der Kommission hineinzuregieren in die ABZ und in den internationalen Verträge angeht, die über sozusagen die klassischen Gegner des Projekts hinausgeht. So lese ich auch das Statement der schwedischen Regierung bei ihrer Genehmigung, die jetzt ja am Wochenende sozusagen öffentlich geworden ist. Als Grüne muss ich trotzdem sagen, wenn man glaubt, dass die Frage der Energieunion, wenn man glaubt, dass die Frage einer wirklich gemeinsamen Herangehensweise an die Energiepolitik in der Europäischen Union erstens von zentralen sicherheitspolitischem Interesse ist, zweitens aber auch von zentralem Interesse in Fragen des Klimawandels und da wir eine klassisch eher sozusagen für Vergemeinschaftung eingestellte Partei sind, stehen die Grünen hier relativ klar an der Seite der Kommission, die sagt, wir wollen einen europäischen Zugriff auf solche Projekte grundsätzlich, um ein Entgegenlaufen, um ein sich Widersprechen von verschiedenen nationalen Interessen, die letztlich eine europäische Strategie auch in Bezug auf eine künftige Energiepolitik verhindern, sozusagen zu unterstützen. Das zweite ist das Argument, was Sie auch gerade schon genannt haben, die bilateralen Beziehungen. Der neue Außenminister hat ja angeblich eine neue Position der Bundesregierung, zumindest eine neue Position für einen Außenminister in der Öffentlichkeit vertreten. Eine der Argumentationen, die ich dazu gehört habe, ist, dass das Vertrauen bei unseren Partnern so tief gesunken ist, dass wir erstmal bei unseren engsten Partnern in NATO und EU wieder für Vertrauen sorgen müssen und erst danach sozusagen die Frage des Vertrauensverhältnisses zu Russland relevant ist. Das ist eine relativ harte Analyse, die aber bei meinen Besuchen bei unseren zentraleuropäischen Nachbarn durchaus eine Rolle spielt und die Deutschland insgesamt sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit kostet in zentralen Partnerstaaten, die wir haben, zum Beispiel Polen, im Baltikum, aber sicherlich auch bei Teilen der in den USA. Meiner Ansicht nach ist das ein Argument, was für den Verlauf der Debatte ab jetzt nicht mehr entscheidend ist, aber was vor vielen Jahren politisch dazu hätte führen müssen, dass man ganz anders an dieses Projekt herangeht und die politischen Implikationen viel früher anerkennt. Das zweite Argument, das nicht schwach ist, was ich trotzdem als zweites nenne, ist die Klimafrage. Die Prognosen, die wirtschaftlich sozusagen dem zugrunde liegen, warum der Bedarf für diese Pipeline gegeben ist und nach deutschem Genehmigungsrecht muss ein Bedarf gegeben sein, damit man eine solche Pipeline baut, widersprechen sich eins zu eins mit dem, was die Bundesregierung in Paris beim Pariser Klimaabkommen beschlossen hat. Natürlich sagen viele Gas sei eine Brückentechnologie, aber klar ist, dass wenn wir nicht jetzt den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bestreiten, werden wir nicht unsere Zusagen von Paris bis 2050, den CO2-Ausstoß entsprechend zu minimieren, erreichen können. Darüber hinaus wird natürlich der billige Zugang zu Gas über Überkapazitäten, die wir zumindest in so einem Szenario sehen, auch den Umstieg auf Erneuerbare erschweren. Das heißt, wir sehen dort sozusagen eine Politik, eine Wertekonstellation, wo die Interessen unserer Meinung nach des Klimawandels und auch der Glaubwürdigkeit der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens deutlich vor dem überwiegen, dass hier vor allem, was den Preis angeht, sicherlich einige Unternehmen auf verschiedenen Seiten finanzielle Vorsprünge haben. Jetzt gibt es die russische Seite, die sagt, vor dem Hintergrund der Bedarfanalyse, die wir haben, werdet ihr das Gas brauchen. Das heißt, damit ist sozusagen das Gegenargument ausgehebelt. Diese Argumentation geht von einem Scheitern der Energiewende in Deutschland aus und dass die Grünen diese Position nicht einnehmen würden, ist zumindest für Herrn Clement wahrscheinlich
nicht überraschend. Natürlich kann man sich damit auseinandersetzen, dass man sagt, okay, die Energiewende ist sowieso irgendwie gegessen, von daher der Gaszuwachs wird sein, die Holländer werden große Debatten haben wegen ihren Erdbeben, ja, ich komme gebürtig aus dem Pott, ich weiß das auch noch, wie das ist, wenn Risse in Häusern sind. Diese Debatte kann man führen, die ist meiner Ansicht nach zulässig, aber sie ist, wenn man wirklich entschlossen zu dem Pariser Klimaabkommen steht, meiner Ansicht nach politisch die falsche Wertung. Das dritte Argument, was meiner Ansicht nach das zentralste Argument ist, ist das geostrategische Argument. Und übrigens ist das meiner Ansicht nach nicht irgendwie jetzt, also natürlich kann man argumentieren, dass für das System, in der das russische Regime Politik macht, die Einnahmen aus dem Gasgeschäft nicht irrelevant sind. Ja, man kann dann aber vielleicht sogar noch eher über Öl reden. Aber meine Zuspitzung wäre eine andere. Meine Zuspitzung ist tatsächlich doppelt, und zwar, dass man sagt, erstens, die genannten Durchleitungsgebühren haben ökonomisch eine derartig entscheidende Auswirkung auf die sich in einer relativ starken Krise befindende Volkswirtschaft der Ukraine und auch auf die Chancen, das Durchleitungsnetz in der Ukraine zu modernisieren. Wir haben die Zahlen aus der Ukraine vorliegen, wie sehr sozusagen die Durchleitungsgebühren auch dazu führen, dass Investitionen von Naftogas bzw. von Ukrtransgas in ihr Netz vorgenommen werden können, dass es kontraproduktiv ist, diese Einnahmen von 2 bis 3 Milliarden jährlich der Ukraine vorzuenthalten. Und zweitens ist es sicherlich so, dass für die Ukraine die eigene Bezugsfähigkeit und die eigene Verhandlungsfähigkeit gegenüber dem Partner Gazprom in den eigenen Gasverträgen nicht irrelevant davon abhängt, inwieweit man einander auch braucht. Im Moment ist es so, dass die Ukraine kein Gas aus Russland direkt importiert, sondern alles über den Reverse Flow importiert, mit einem kleinen Preisaufschlag, den man natürlich nimmt, durch den Umweg und vielleicht auch, wenn man ein bisschen weiterverkauft, ist ja ganz normal. Ja. Aber das kann natürlich nicht in unserem Interesse sein, die Ukraine wirtschaftlich so zu belasten, weil wir ein großes Interesse daran haben, auch aufgrund von geostrategischen Erwägungen, dass die Ukraine wirtschaftlich erfolgreich ist und dem wirtschaftlichen Druck, der auch von Seiten Russlands auf sie ausgeübt wird, standhalten kann. In dieses Argument eingebaut folgt das letzte Argument, dass das mit dem Zudrehen. Also ich persönlich habe so viel Geschichte studiert, ja. Ich glaube nicht, dass die russische Politik sozusagen in einem anderen Szenario als Selbstmord den Gashahn für Europa zudreht. Ja. Also da glaube ich dann schon, dass die Einnahmen im Staatshaushalt, vor allem aus dem Gasbereich, wo man den Hahn ja zudrehen kann, relevant sind. Ja. Aber ich denke, dass die Frage, wenn man in eine Situation kommt, dass sich die Lieferbeziehungen zwischen Russland und der Ukraine wieder normalisieren, weil irgendein Agreement getroffen wurde, was die Stockholmer Court Decision sozusagen ausgleicht, dass die Hemmschwelle der Ukraine den Gashahn zuzudrehen größer ist, wenn das Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Westeuropa hätte. Also diese Art Schicksalsgemeinschaft einer ukrainisch-europäischen Partnerschaft an der Seite sehe ich durch Nord Stream 2 ausgehebelt, durchaus im russischen Interesse, vielleicht zum Teil auch im kurzsichtigen westeuropäischen Interesse, aber meiner Ansicht nach nicht im gesamteuropäischen Interesse, vor dem Hintergrund der Bedeutung der Entwicklung der Ukraine für uns. Zur letzten Frage, LNG gegen Pipeline-Gas, die große Debatte. Und das wird auch zum aktuellen Stand. Klar ist für uns, dass Pipeline-Gas gebraucht wird, auch in Zukunft. Da hat niemand was gegen. Die Analyse der grünen Position ist also, die bestehenden Kapazitäten werden ausreichen, um die Versorgungssicherheit auch für die zukünftigen Szenarien sicherzustellen. Das ist die Grundausgangslage zumindest meiner Position, auch die meiner Partei. Trotzdem haben wir ein Interesse daran, die Möglichkeiten LNG vom Weltmarkt zu kaufen. Und LNG ist am Weltmarkt anders verfügbar als Pipeline-Gas. Trotz der möglichen Preisunterschiede zu haben, einfach um ein Verhandlungsasset bei den Verträgen, die wir mit Gazprom und anderen Partnern verhandeln, in der Hand zu haben. Wir sehen das ganz gut in Litauen. Ja, wenn man angewiesen ist auf einen Partner, dann kann man nicht so gut über Verträge verhandeln, wie wenn man angewiesen ist auf wie wenn man mehrere Möglichkeiten hat, auch wenn die Preise nicht unterschreiben. Ich glaube, dass Gazprom und auch die russische Seite sehr gut vorführen kann, wie man gut verhandelt. Und ich glaube, dass wir diesen Joker deswegen durchaus gebrauchen können. Last but not least, der Genehmigungsstand ist klar. Sie haben es dargestellt, es wird gearbeitet. Die deutschen Bundesbehörden haben alle ihre oder auch die Bundespolitik in Bezug auf politische Vorgaben, die vielleicht in den Ermessensentscheidungen der Behörden vor Ort zu unterschiedlichen Ermessen hätten führen können, sind ausgeschöpft. Das heißt, real befinden wir uns in der Situation, dass das Projekt politisch nicht mehr von der Bundesregierung direkt zu verhindern ist.
höchstens auf dem Gerichtswege über Klagen von Naturschutzverbänden. Ich komme aus Hamburg, kenne mich mit sowas ein bisschen aus. Ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht das realistische Szenario. Vielleicht kann Professor Luchterhand dazu umweltrechtliche Analysen abgeben. Ich würde es einfach mal so behaupten. Das heißt, im Moment ist die größte Frage, inwieweit der US-Kongress oder Präsident Trump die Firmen, die sozusagen dort bauen, mit relativ harten Sanktionen bedrohen, die gesamte Wirtschaftlichkeitsberechnung sozusagen umkehren. Ich persönlich glaube nicht, dass diese Drohung sozusagen der feine Stil ist, ja, und dass man mit so einer Art von Politik jetzt auf lange Frist das Vertrauen in die transatlantische Partnerschaft grundsätzlich ausbauen wird. Andererseits gehört das halt, wenn man mit Russland verhandelt und vor dem Hintergrund des Zeitenwechsels der russischen Politik seit 2014 in gewisser Hinsicht auch zum Geschäftsrisiko dazu, wenn man solche Projekte macht. Das heißt jetzt nicht, dass ich es gut finde, das heißt auch nicht, dass ich es verteidige, aber heißt, ja, dann werden wir sehen, was kommt. Die ukrainische Seite, auch die polnische Seite, bauen meiner Ansicht nach sehr stark darauf, dass diese Waffe hart gezogen wird. Mein Ratschlag wäre, die Gefahr dieser Waffe dafür zu nutzen, einen möglichst guten Deal für die Ukraine zu kriegen, von dem Hintergrund einer Annahme, dass das Projekt kommt. Aber ob ich wirklich richtig bin oder ob ich einfach nur ein grünes Weichei bin, was selbst in der Koalitionsverhandlung der FDP viel zu viel gegeben hätte, anstatt Hardball zu spielen, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil die Einschätzung, wie der Kongress tickt und erst recht, wie Herr Trump tickt, von mir nicht abschließend verfügbar ist. Danke. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir erstmal drei Vorbemerkungen. Das erste ist,